Es ist Mittwoch, der 16. Juni 2021. Hier ist das SKB-Journal mit folgenden Themen. Corona-Zahlen, Inzidenz knapp über Null. Packhof, Entwürfe liegen öffentlich aus und Bundesamt, wie profitiert die Havelstadt? Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zum SKB-Journal. Wir starten mit den Corona-Zahlen, die wirklich kaum noch vorhanden sind. Die 7-Tage-Inzidenz der Stadt liegt mit Stand von Dienstag bei 2,8. Es gab keinen weiteren Infektionsfall. In den letzten 7 Tagen gab es lediglich 2 Neuinfektionen. Stationär wird zurzeit keiner behandelt. 26 Personen befinden sich in Quarantäne. Vor Redaktionsschluss erreichte den SKB noch die Nachricht, dass das Marienbad aufgrund der Verordnung über den Umgang mit SARS-CoV-2 und Covid-19 in Brandenburg ab dem morgigen Donnerstag, den 17. Juni, wieder alle Bereiche öffnen darf. Das Freibad, das Pfannbad, die 25-Meter-Halle sowie die Sauna sind dann wieder normal geöffnet. Die Gäste benötigen keine Tests mehr für den Einlass. Folgende Regeln gelten nach wie vor im Marienbad. Alle Gäste müssen sich entweder via Luca-App oder Formular registrieren. In allen Bereichen gelten die bekannten Hygieneregeln, Maske, Abstand, Desinfektion. In den Umkleiden, den Gängen und im Foyer gilt die Masken- und Abstandspflicht. Öffnungszeiten, Eintrittspreise und Corona-Regeln finden Sie detailliert auf der Website des Marienbades. Das Gutachterverfahren zur weiteren Entwicklung des Packhofs ist nun abgeschlossen und zum Abschluss trafen sich die 3 von der Stadt beauftragten Gutachterteams sowie das Obergutachtergremium im Rolandsaal im Altstädtischen Rathaus. Hier gab es die Abschlusspräsentation der Entwürfe. Alle 3 formulieren einerseits ein innerstädtisches Quartier, welches jeweils eine signifikante Silhouette zur Grünfläche und zur Wasserlinie aufweist, und andererseits einen Landschaftspark am Havelufer mit unterschiedlichen Qualitäten. Bürgermeister Michael Müller lobt hierbei, dass alle 3 Büros unterschiedliche Ansätze beim Umgang mit der in der Bürgerbeteiligung festgelegten profitierten Linie wählten. Ob nun geradlinig, gekurvt oder verzahnt, alle Ansätze haben durchaus eine breite und reiche Diskussionsgrundlage geschaffen, die dem Projekt und Verfahren gerecht wird. Nun geht es darum, in die Umsetzungsphase überzugehen. Für die Öffentlichkeit werden die Arbeiten und Städtebaumodelle dieses wichtigen Stadtentwicklungsprojektes ab dem heutigen Mittwoch, dem 16. Juni 2021, bis Dienstag, dem 29. Juni 2021, im Gotischen Haus in der Ritterstraße 86 ausgestellt. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Ich konnte nicht mehr länger wandern. Das Radfahren ging schwer. Treppe steige. Katastrophe. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Knobi, Knobi, und du bleibst vital. Knobi Vital basiert auf der Unterstützung einer gesunden Herzfunktion durch den positiven Effekt des Knoblauchs. Also ich kann es nur weiterempfehlen, es hat tatsächlich was gebraucht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Und Sie bleiben fit bis ins hohe Alter. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung unter 07528 20 6000. Das Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten wird ja bald seinen Hauptsitz in Brandenburg an der Havel haben. Alois Kahl, der CSU-Politiker und Bundestagsabgeordnete, hatte sich dafür eingesetzt, dass das Amt in die Havelstadt kommt. Darum hatte ihn die Havelstädter Bundestagsabgeordnete Dr. Dietlen Thiemann eingeladen, um ihm die Stadt zu zeigen. Und in einem Interview verrät er, wieso das Amt in die Havelstadt kommen sollte und was es zukünftig für Vorteile bringt. Am Wochenende trafen sich die Bundestagsabgeordneten Dr. Dietlen Thiemann und Alois Kahl in der Havelstadt. Der CSU-Politiker hatte sich im Bundestag für die Havelstadt als neuen Hauptsitz für das Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten stark gemacht. Er kennt die Stadt durch Dietlen Thiemann und wusste, dass die Nähe zur Hauptstadt optimal ist, um hier ein neues Bundesamt anzusiedeln.
Das war aber auch so, dass man beim Außenministerium jetzt kein großes Eis brechen musste. Der Brandenburg an der Havel war ein veritabler Standort, der vielfach genannt worden ist, auch unterstützt worden ist und auch von mir eben unterstützt worden ist. Und dann hat das ein gutes Ende gefunden. Ich fand das schon bemerkenswert, weil ja eben auch die neuen Bundesländer bis dato nicht sehr stark gesegnet sind, nicht von großen bundeseigenen Institutionen. Und so hat man jetzt mit Brandenburg einen respektablen Anfang gemacht. Und auch aus der Nähe zu unseren Beziehungen und den Gesprächen hat sich das so ergeben, nicht, dass das mir als Brandenburg natürlich von sympathischen Seiten sozusagen nahegebracht worden, nicht? Und ich habe das aber auch unabhängig davon als durchaus sehr guten Standort empfunden. Die Nähe zu Berlin auf der einen Seite, das günstigere Wohnen hier im Gegensatz zu Berlin, das günstige Anmieten auch von Räumlichkeiten im Gegensatz zu Berlin. All das interessiert einen Haushälter, wie ich das bin ja auch. Und das hat man dann eben zwei, drei Fliegen mit einer Klappe schlagen können. Auch Dr. Dietlin Thiemann weiß um die Wirkung eines solchen Bundesamtes. Besonders wichtig war ihr der Änderungsantrag, der zum Beschluss eingereicht wurde. Denn so wurde die Havelstadt zum Hauptstandort. Da war Alice auch ganz maßgeblich dran beteiligt, der dann auch wirklich mehrheitlich beschlossen wurde. Ja, ja. Und naja, vielleicht wirklich noch mal deutlich zu machen, weil ich denke, es ist wichtig für die Brandenburgerinnen und Brandenburger der Stadt, aber auch wirklich dieses Landes, dass dieser Grad an Selbstbewusstsein, den wir hoffentlich alle haben und auch weiterentwickeln, und das war wesentlich Gegenstand auch dieses Beschlusses, dass es der Hauptstandort hier ist. Und sollte es mal eine Nebenstelle, irgendetwas geben, dann ist der Ausgangspunkt Brandenburg an der Havel. Und das finde ich, also ich bin richtig glücklich darüber, dass dieser Beschluss gefasst wurde, weil der wirklich auch bemerkenswert ist, wie gesagt, sogar durch noch einen Zusatzantrag, aber eben auch so für die Zukunft. Da muss man einfach ein Stückchen weiterschauen. Hat sich das Bundesamt erst einmal etabliert, dann würden sich auch in Zukunft weitere positive Effekte ergeben, meint Alois Karl. Denn wo ein Bundesamt gut funktioniert, können auch weitere Ämter gut funktionieren. Wenn man sagt, also bei diesen Angelegenheiten des Auswärtigen Amtes, das hat man mit Brandenburg zu tun, mit Brandenburg an der Havel zu tun. Ja, das darf man nicht unterschätzen, dass das hier im täglichen Gespräch ist. Und dann weiß man auch hier, gut, okay, das funktioniert, dem kann man auch vielleicht einmal ein zweites oder drittes Amt Aufmerksamkeit widmen. Ja. Also das darf man nicht unterschätzen. Und wenn man sich schon den neuen Standort des Amtes für Auswärtige Angelegenheiten anschaut, dann sollte man ihn auch von seiner schönsten Seite zu sehen kriegen, meinte Dr. Dietlin Thiemann. Deshalb ging es nach dem Interview dann auch aufs Wasser. Für mich war eines wichtig, natürlich der Dank an Alois Karl. Und wer Lust hat, schaut sich mal seine Bundestagsrede an. Also ich war so davon begeistert, dass ich sagte, wenn ich die Stadt nicht kennen würde, ich würde sie jetzt lieben lernen. Nicht nur die Aussage, die künftigen Mitarbeiter des Amtes können dort arbeiten, wo andere Urlaub machen. Davon zeige ich ihm jetzt ein bisschen, denn wir verraten mal, er war vorher noch nicht hier. Und dass man es anders machen kann, hat Herr Lambsdorff von der FDP gezeigt. Er hat so gegen diesen Standort gesprochen, worüber ich nicht nur entsetzt, sondern riesig enttäuscht gewesen bin, weil nämlich Otto Graf Lambsdorff so viel dafür getan hat, dass wir hier in Brandenburg an der Havel, insbesondere mit dem Dom und der Ritterakademie, Erfolg hatten. Da hat Herr Karl schon mal gerade ein Auge reingeworfen und wir werden jetzt mit unserem schönen Rolliboot, was vorbereitet ist, was hier in der Stadt geplant und gebaut wird, was natürlich sehr stark mit dem Wasser hier in unserer Region zu tun hat, jetzt schippern wir mal ein bisschen rum und man sieht, die dunklen Wolken werden sich noch verziehen, jetzt kommt sogar noch ein bisschen Sonne raus. Also wir werden die Stadt vom Wasser aus erleben, natürlich kann man auch rumfahren. Aber Brandenburg an der Havel vom Wasser ist das Schönste, was man sich vorstellen kann. Und das machen wir jetzt mal und genießen einfach so ein paar Stunden am Nachmittag. Treten die positiven Effekte ein, so wie es die Bundestagsabgeordneten einschätzen, dann wird die Havelstadt auch in Zukunft immer weiter wachsen und ein attraktiver Standort für Politik und Wirtschaft sein. Tja, und aufblühen werden in den nächsten Tagen vor allem die Sonnenanbeter, denn es wird richtig hochsommerlich. Hier sind die Wetteraussichten mit dem SKB-3-Tagestrend.
Am Donnerstag geht es schon gut los mit 35 Grad. Freitag erwarten wir dann sogar 37 Grad. Und mit 34 Grad startet dann das Wochenende am Samstag. An allen Tagen gibt es Sonne pur. Tja, liebe Zuschauer, und auch wenn die Aussichten herrlich sind, achten Sie auf sich, viel trinken und den Sonnenschutz nicht vergessen. Ich verabschiede mich. Tschüss, machen Sie es gut.